So, Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Und zwar dieses Mal Dungeons & Dragons Abenteuer in Forgotten Realms Promo Pack. Mir ist aufgefallen, auch die habe ich nicht aufgemacht. Und mir ist auch aufgefallen, als ich die jetzt bekommen habe, die fühlen sich ganz anders an wie andere Premium Promo Packs oder auch Promo Packs. Ich habe die tatsächlich noch nicht in der Hand gehabt, weil ich zu der Zeit sehr, sehr wenig gespielt habe. Also viel auf Turnieren gespielt, aber sehr, sehr wenig im Laden, weil, ja, war schwierig. Und ja, gucken wir uns das Ganze mal an. Ich habe die auch gefühlt, noch nie aufgemacht und sie fühlen sich wesentlich besser an. Die anderen Booster waren hier an den Seiten immer wieder offen. Es fühlte sich alles so flimsy an. Das fühlt sich schon an wie ein richtiges Booster. Ich wusste nicht, dass sie damit gestartet haben. Ich dachte, sie hätten mal anders gestartet damit. So, gucken wir mal, was wir haben. Wir haben... Druide des Zirkels der Träume. 3-Mana-2-1 tappen. Wir erzeugen für jede Kreatur, die wir kontrollieren, ein grünes Mana. Das ist eine Cradle, die war damals richtig teuer, die Karte. Ich weiß nicht, ob sie jetzt noch teuer ist. Ich lege mal hier den Arena-Code weg. Und ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob sie noch teuer ist. Aber ganz coole Karte. Müsste hier nicht so eine Special-Frame-Karte sein? Diese Promo-Karten? Egal. Prediger des Himmels, der Himmel. 1-Mana-1-1, Wachsamkeit, Lifelink, also Lebensverknüpfung, wenn er Schaden zurückkriegt, kriegen wir so viel Leben. Tappen, wir kriegen den 4-4 Engel, können wir aber nur machen, wenn wir mindestens 7 Leben über dem Startleben sind. Und nur wie nächste Reihe. Okay. Cool, aber kommt jetzt die Promo dahinter? Nee. Verstöcker in der Diebesgilde. 1-Mana-1-1 mit Flash. Wenn sie ins Spielfeld kommt oder ein anderer Räuber, also ein Rogue, ins Spielfeld kommt, muss der Gegner 2 Karten millen. Und wenn der Gegner 8 oder mehr Karten im Friedhof hat, ist die 3-2 mit Death Touch. Okay, hier ist keine, es gibt diese Karten aber. Ich bin verwirrt, ob das jetzt ein Bug ist oder nicht. Also ein Bug, ist ein Feature. Ich freue mich auf jeden Fall. Und gucken wir uns mal an, was die anderen Booster so drin haben beim nächsten Mal. Wir sehen uns bis dahin. Na, Blacksade. Ciao, ciao.